Ja, mit großer Vorfreude. Wir wissen, dass es um die Euro-Quali geht. Ich glaube, jeder von uns will nächstes Jahr im Sommer in der Schweiz sein. Und deswegen, glaube ich, verspüre ich gerade nichts außer Vorfreude und natürlich ein bisschen Anspannung auf die zwei Spiele. Ja, auf jeden Fall hilft uns das, glaube ich, gut und sehr viel, weil wir einfach wissen, wir haben schon zweimal gegen Polen gewonnen. Aber natürlich wissen wir, dass Polen ein sehr starker Gegner ist und dass das auf keinen Fall ein Selbstläufer wird, dass wir alles einhauen müssen in die zwei Spiele. Aber natürlich gibt uns das schon, würde ich sagen, Selbstvertrauen, dass wir wissen, wir haben schon mal positiv gegen die gespielt. Ich glaube, es gibt uns einfach ein gutes Gefühl, dass wir zweimal schon gewonnen haben gegen Polen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es für Polen genauso eine Chance wie für uns. Deswegen will ich jetzt gar nicht so sehr auf die Vergangenheit irgendwie vertrauen. Das ist ein Alles-oder-Nicht-Spiel oder es sind zwei Alles-oder-Nicht-Spiele. Ein gutes Gefühl hat man auf alle Fälle, aber trotzdem glaube ich, wird es einfach ein Kampf, der mit der Vergangenheit wahrscheinlich eher weniger zu tun hat. Wir erwarten mir schon ähnliche Partien, vor allem auswärts in Polen, was finde ich schon ein sehr schwieriges Spiel, was wir zum Glück natürlich dann noch gewonnen haben. Aber ich glaube, Polen ist echt eine Mannschaft, die sehr kämpferischer spielt und halt mit vorne die guten Offensivspielerinnen sind sie im Konter auch sehr stark. Deswegen, also ich glaube, es werden sehr ähnliche Spiele, aber natürlich, glaube ich, wird Polen, aber natürlich wir auch nochmal mehr einhauen wollen, dass wir das EM-Ticket lösen können. Ähnlich wahrscheinlich schon in der Art und Weise, wie Polen einfach ist. Ich glaube, die werden es jetzt nicht großartig verändert haben oder eine Spielidee anders haben. Wir wissen, dass sie im Umschaltspiel gut sind, weil sie schnelle Spitzen haben. Werden wahrscheinlich versuchen, alles wegzuverteidigen. Wir wissen aber schon, wie wir ihnen offensiv wehtun können. Und ich hoffe einfach, dass wir ganz, ganz viele Aktionen in deren Hälfte haben und uns frühzeitig mit Toren belohnen. Also ich glaube, wir schauen von Spiel zu Spiel, wir wollen jedes Spiel gewinnen und natürlich wird das erste Spiel jetzt in Polen sehr wichtig werden und wir versuchen das Spiel zu gewinnen, dass wir dann in Wien dann schlussendlich eben das EM-Ticket lösen können. Ja, also so eine Endrunde ist einfach eines der größten Dinge, die man für die Nationalmannschaft erreichen kann. Natürlich wäre dann danach nochmal eine WM, aber jetzt sind wir mal bei einer EM und für einige von uns wäre es die erste EM, für ein paar die zweite, für manche sogar die dritte. Und es ist die größte internationale Bühne, die man zu bieten bekommt. Und dass es ja da im Nachbarland jetzt in der Schweiz ist, ist irgendwie doppelt cool, weil dann, glaube ich, doch einige Familienangehörige vorbeischauen könnten. Und ich glaube, das muss Anspruch oder Ansporn genug sein, dass wir dorthin kommen. Gerne.